Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Frag-Godslave-Stunde. Ihr habt uns gefragt am Sonntag und jetzt antworte mir. Die Patricia Jesberger hat gefragt, kann es ein Leben nach Godslave geben? Naja, nö. Jenny Pjörn Albers hat gefragt, also Jenny und Pjörn Albers, zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Wer von euch hatte professionelle Musikausbildung? Wo habt ihr eure Instrumente beherrschen gelernt? Keiner hat irgendwelche professionelle Hilfe bekommen, also mal relativ oft von anderer Seite, aber Musikausbildung abseits von irgendwelchen Musikunterricht oder sowas, die jeder bekommen hat, Tommy sogar noch nach wie vor, hat keiner eine Ausbildung. Also ich meine, das hört man doch, oder? Wo wir unsere Instrumente beherrschen gelernt haben, zu Hause. Zu Hause beim Üben und in der Probe. Der Ian Legal hat gefragt, was sind eure nächsten Pläne? Wann kommt die USA-Tour? Sobald uns hier jemand bezahlt, Baby. Mark Hannett, when will you guys be playing again in Belgium? We miss you guys. Thank you very much. We will be back in Belgium next year, and that's a promise, but I won't tell you when and where, but you will know it first, promised. Lorenz van Goor hat gefragt, mit welcher Band wollt ihr mal auf der Bühne stehen? Also nicht Slayer. Das ist die Standardantwort, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mit welcher Band? Ja, keine Ahnung, eigentlich sind wir zufrieden mit unseren Kumpels von Eradicator und Hatred und Gripper und den ganzen Konsorten. Das macht richtig Bock und wenn wir mit einer großen Band auf der Bühne wären, ich glaube, da wird die Band so ein bisschen entzaubert. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Wir haben am selben Festival wie Creator und sowas gespielt und haben wir schon als Vorband von Anthrax und Sodom gespielt. Das war richtig geil, beides. Aber das war eher geil, weil so viele Leute da waren. Da hätte jede beliebige Band spielen können, die ungefähr in dem Genre ist. Von daher, weiß nicht. Also ich würde gern nochmal mit Sodom, Destruction oder so spielen. Vielleicht auch mal Creator. Das wäre was. Der Sascha Burmeister Wilden hat gefragt, entstehen eure Songs durch Jams? Nee, weil wir das einfach nicht können. Wir haben das seit Jahren versucht, immer wieder, aber es funktioniert einfach nicht. Vielleicht ist die Chemie innerhalb der Band einfach nicht gut genug. Kann ja sein. Nee, aber es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert viel besser, wenn Maya und ich zu Hause komplette Songs schreiben und fertig schreiben und fertig aufnehmen, dann werden die in die Probe gebracht und dann passt das. Sind wir jetzt auch gerade wieder dabei, dass wir, haben wir auch wieder so gemacht und die neuen Songs, die aktuellen Songs werden derzeit geprobt und das passt alles ziemlich gut mit dem Jam, das funktioniert einfach nicht. Jessica Hikami Fink fragt, habt ihr vor, in Zukunft neben England auch noch in anderen Ländern international zu spielen? Ja, überall, wo es uns das Auto hinträgt quasi, oder ein Flugzeug oder ein Schiff. Also wir haben ja schon in Luxemburg, in Belgien, in Holland, in England. Ja, das war's. Und in Deutschland ganz viel gespielt. Im Prinzip ist es eigentlich England für mich persönlich absolut Nummer 1. Da bin ich sehr froh, dass wir das bisher erreicht haben. Und ansonsten sehr gerne auch noch woanders. Ne? Also wer das hört, wir spielen auch gerne außerhalb von Deutschland. We play very gerne außerhalb von Deutschland. So, der eine liegt schon wieder. Unglaublich. Könntet ihr bei einer der nächsten Veröffentlichungen Metal Machines re-recorden mit neuem Gesang, geilem Sound etc.? Nö! Und zwar, weil das ist total langweilig ist. Sorry, aber wir haben das schon mal re-recorded mit neuem Sound und neuem Gesang und so. Und den Song hast du auch. Jetzt einen Song zum dritten Mal re-recorden, wo wir so hammermäßiges neues Material haben, das machen wir nicht. Tobias, das machen wir nicht. Echt jetzt. Ihr könnt ihn doch covern, wie wär's denn damit? Ha? Hier, Sense of Hate covern Metal Machines. Das ist ein Deal. Ihr habt's alle gehört. Ein Legal hat was gefragt. Ach, auch. Wann kommt endlich das Slavery-Demo wieder an die Öffentlichkeit? Also wenn ich irgendwas da beeinflussen kann, dann niemals, weil das Ding echt scheiße ist und das weiß jeder, der es hat. Aber wir werden tatsächlich immer mal wieder gefragt, ob man das Ding irgendwie veröffentlichen kann. Wir werden definitiv keine neuen Kassetten herstellen, wir werden definitiv keine LP oder CD daraus machen, weil das echt völlig verschwendete Zeit und Geld wäre.
Aber wir haben tatsächlich vor, das Ding bald mal online zu stellen. Wir müssen es halt echt nur mal machen. Und dann kriegst du das vielleicht sogar zugeschickt. Schauen wir mal. Kommt ganz drauf an, was für Fragen du noch so stellst, Kollege. Ein Legel! Ach Gott, da kann nerven. Wird es wieder Vinyl geben? Gibt es wieder Möglichkeiten für die Fans mitzuwirken? Es gibt immer Möglichkeiten für die Fans mitzuwirken, an allem im Prinzip. Da kommt auch demnächst was. Vinyl wird es diesmal ziemlich sicher keins geben. Dazu werden wir aber ein extra Sonderstatement noch abgeben im Laufe der nächsten Monate. Also Vinyl braucht ihr nicht zu erwarten vom nächsten Album. Phil Collins, der Phil Collins hat gefragt, welches Album haltet ihr selbst für am gelungensten? Das nächste. Ist immer das Beste. Immer. Also das letzte ist das Zweitbeste und das nächste ist das Beste. Also ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten und fragt uns gern nochmal. Wir machen das jetzt jeden Monat und da will ich mal ein bisschen was hören hier. Mal hier Fragen nach. Ne? Denkt euch mal was aus. Viel Spaß mit eurem Leben und wir sehen uns auf der Bühne.